Die Intensität der magnetischen Linie ist nicht überall gleich stark. Verstärkt tritt sie nur in einem kleinen Bereich der ganzen Linie auf. Dieser Bereich wandert in 235 Jahren einmal rund um die Polöffnung. Der magnetische Pol verschiebt sich, wie die Wissenschaft richtig erkannt hat, jedes Jahr um rund 30 Kilometer. Auf ihren Expeditionen war es den Polarforschern unmöglich, die Tatsache einer Polöffnung mit dem Auge wahrzunehmen. Da sich die Erdoberfläche über viele hundert Kilometer sachte nach innen neigt, ist sie dem bloßen Auge nicht sichtbar, oder höchstens in einem allfälligen Näherrücken des Horizonts. Doch wie sollte man dies genau ausmachen können in einem Meer der Wellen oder des ewigen Weiß? Umso mehr, als die Lichtverhältnisse meist eigenartig sind und Nebel die Sicht verdeckt oder alles im Weiß verschwimmt, Südpol, oder das Licht einer rötlich wirkenden Sonne gedämpft aus der falschen Ecke scheint. So konnte es denn ohne weiteres sein, dass Amundsen erwähnte, den 90. Breitengrad erreicht zu haben, ohne zu bemerken, dass er sich längst erdeinwärts begeben hatte. Ohnehin muss man sich im Klaren sein, dass es für die Forscher selbst äußerst schwierig war, die Lage des geografischen Südpols ausfindig zu machen. Ist es nicht äußerst eigenartig, dass es in einer Zeit, der wir Sonden zum Mars und Neptun schicken, nicht möglich sein soll, Satellitenaufnahmen der beiden Polgebiete zu machen? Umso mehr, als es offensichtlich keine Schwierigkeiten bereitet, das Ozonloch über der Antarktis zu orten und aufzunehmen. Allein, wer nach Satellitendokumenten des Nord- und Südpols sucht, bekommt immer das Gleiche vorgesetzt, entweder ein Brei weißer Wolken, der die Sicht völlig verdeckt, oder aber eine graue, runde Fläche dort, wo die Pole sein sollten. Leider gäbe es keine Satellitenaufnahmen, wird der unbedarfte Leser belogen. Seltsam, dass die Fläche Terra Incognita genau beim 83. Breitengrad beginnt. Und wo beginnt die Polöffnung? Am 83. Breitengrad. So schwer es uns fallen mag, dies zu glauben, die Karten der Polgebiete sind falsch. So ist es wahrscheinlich, dass sich am Nordpol irgendwo auf dem 83. Breitengrad, wo die Erde sich nach innen neigt, eine Landverbindung ins Innere des Planeten befindet. Dies würde erklären, warum Bären im Winter nordwärts laufen, nämlich, weil sie sich in die Wärme der inneren Landmasse begeben, statt Winterschlaf zu halten, und warum wohlgenährte Füchse beobachtet wurden, wie sie ebenfalls in den Norden hinliefen. Ziemlich sicher ist auch, dass die Karte der Antarktis falsch ist, und nicht nur, weil sie keine Öffnung zeigt. Es gibt keinen Grund, am Bericht Olaf Janssens zu zweifeln, der mit seinem Vater im Fischerboot durch die Südpolöffnung hinausfuhr, auf Wasser natürlich. Es muss also am Südpol eine Meeresverbindung in die innere Erde geben, wie schmal diese auch immer sein mag. Mit einiger Wahrscheinlichkeit befindet sich diese im Gebiet der Weddellsee. Polarforscher Weddell war es 1823 möglich, mit seinem Schiff bis zum 74. Grad zu fahren, ohne auf Eis zu treffen. Etwa beim 77. Breitengrad beginnt das Schelfeis. Karten der Antarktis zeigen kein bekanntes Land, das in jenem Bereich eingezeichnet wäre, keine Bergrücken, keine von Land umrissene Meeresbucht, nur Eis und dann der ewige Schnee. Bis über den 83. Breitengrad hinaus. Wenn man bedenkt, wie wenig erforscht das Innere der Antarktis noch ist, was spricht dagegen, dass dort in jenem seltsamen, landlosen Teil nicht eine Meeresstraße nach innen führt? Olaf und Jens Janssen fuhren vermutlich auf ihr an die Oberfläche der Erde. Sie kamen im äußersten Südatlantik an, und genau dort liegt die Weddellsee. Ein Blick ins Weltall zeigt, dass ein hohler Planet nicht die Ausnahme, sondern die Regel zu sein scheint. Im September 1902 wurden im Jerkes Observatorium Bilder vom Mars aufgenommen, die in den Polgegenden einen leuchtenden weißen Fleck zeigen, der als Schnee- oder Eiskappen interpretiert wurde. Dasselbe wurde auch auf der Venus fotografiert. Doch wie kann auf der heißen Venusoberfläche Eis oder Schnee existieren? Und wie kam es, dass der Mars aus seinen Eiskappen meilenweit gleißend weißes Licht ins dunkle All schleudern konnte, wie dies am 7. Juni 1894
von Professor Lowell beobachtet wurde. Kommen da nicht Gedanken an die rätselhafte Aurora Borealis, das kilometerhohe, gleißende Nordlicht auf? Merkur tat es maßgleich. Die Erklärung ist einfach, im Inneren dieser Planeten muss es eine Lichtquelle haben, deren Licht an den Polöffnungen ins All herausscheint. Verwundert es da noch, dass unsere Satelliten auch nicht in der Lage sind, genauere Daten von den Polgegenden der Venus zu liefern? Als Raymond Bernard 1969 sein Buch The Hollow Earth herausbrachte, wurde er für verrückt erklärt. Seither haben sich über 90% der wissenschaftlichen Theorien dieses Buches als richtig erwiesen. Und wenn uns die Wissenschaft noch lange vormachen mag, alles, was darin stehe, sei reinste Spinnerei, hinter den diskret geschlossenen Türen der Universitätsinstitute von Heidelberg, Tokio, Los Angeles bis zur renommierten Stanford University in Kalifornien sitzen Geophysiker und Geografen und ihre Assistenten und studieren das Werk. Vermutlich haben sie, auch wenn sie es vor der Öffentlichkeit nicht zugeben, längst Bilder von der wahren Natur der Pole gesehen. Bleibt nur eine folgenschwere Frage: Warum werden wir zum Narren gehalten? Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität?